Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein hessisches Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung. Berichterstattung Frau Kollegin Erfurth. Dazu gibt es einen Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKEN. Aber zunächst die Berichterstattung von Frau Kollegin Erfurth. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich verlese die Beschlussempfehlung. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, DIE LINKE und FDP den Gesetzentwurf in dritter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Frau Erfurth. Bleiben Sie hier. Ich eröffne die Aussprache. Redezeit 5 Minuten vereinbart. Das Wort hat für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Frau Erfurth. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn wir heute nach der dritten Lesung das Hessische Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der öffentlichen Verwaltung verabschieden, dann haben wir die Weichen gestellt für ein modernes und für ein fortschrittliches Gesetz. Ein Gesetz, das mehr Frauen in Führungspositionen bringen wird und die Rechte der Frauenbeauftragten stärkt durch das neue Organklagerecht. Damit spielen wir bundesweit in der Spitzenliga im Bereich der Gleichberechtigungsgesetze. Wir ermöglichen das Führen in Teilzeit, und wir erbieten einen Strauß neuer Personalführungselemente an, die klug angewandt dafür zu führen werden, dass am Ende mehr Frauen in Führungspositionen sein werden. Ich bin den Kolleginnen und Kollegen von der CDU sehr dankbar, dass wir es in einem konstruktiven Prozess geschafft haben, am Ende gemeinsam ein solches Gesetz hier in den Hessischen Landtag einzubringen und es auch heute, wenn Sie zustimmen, hier so verabschieden können. Es war nicht immer leicht, aber am Ende sahen wir am Ende doch gemeinsam erfolgreich. Wir stärken die Rechte der Frauenbeauftragten durch eine Vielzahl von Maßnahmen. Wir sichern ihre Stellung, indem wir die Freistellung gesetzlich fixieren, bereits ab einer Anzahl von 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir werden ein Klagerecht für Frauenbeauftragte ermöglichen, das es erlaubt, ihre Rechte dann, wenn es nicht mehr anders geht, auch gerichtlich durchzusetzen. Meine Damen und Herren, das gibt es nicht in allen Bundesländern. Und das gibt es auch nicht in allen Bundesländern, in denen die SPD mitregiert. Ein erweitertes Klagerecht, das sogar gegen den Willen der Betroffenen möglich ist, so wie es im Gesetzentwurf der SPD stand und was DIE LINKEN gern wieder in den Gesetzentwurf hineinverhandelt hätten, hineingestimmt hätten, gibt es nach meinen Informationen in überhaupt gar keinem Bundesland. Ich kann daher an dieser Stelle durchaus mit Stolz sagen, Grün wirkt. Es wurde Schwarz-Grün vorgeworfen, wir hätten auf zentrale Ausführungen in der Anhörung nicht reagiert. Dem kann ich heute nur wieder entschieden entgegentreten. Wir haben im Vorfeld sehr intensiv mit verschiedenen Vereinen und Organisationen gesprochen und uns sehr bemüht, das, was möglich und erreichbar war, in den Gesetzentwurf einzuarbeiten. Und es gab am Ende nicht den einen gemeinsamen Wunsch, auch nicht aus den Frauenverbänden, den wir hätten aufnehmen können. Der Wunsch nach einer eigenen Ansprechstelle hier beim Landtag wurde am Ende auch nicht mehr von der SPD aufrechterhalten, weil er schlicht nicht finanzierbar ist. Und dem Antrag der LINKEN, den Sie heute noch eingebracht haben, den brauchen wir eigentlich bei verständigem Lesen des Gesetzes nicht, weil in § 15 des neuen Gleichberechtigungsgesetzes ist davon der ist mit Bestellung überschrieben. Das ist der Titel des Gesetzes.
Und damit wird klar, es geht um die Neubestellung. Es geht um die Neubestellung von Frauenbeauftragten. Und alle Frauenbeauftragten, die derzeit noch in der Personalvertretung sind, können ihr Amt problemlos noch bis zum Ablauf der derzeitigen Wahlzeit im Personalrat ausüben. Es ist ja im Mai bereits Wahl. Und dann müssen Sie sich allerdings entscheiden, ob Sie weiter im Personalrat bleiben wollen oder Frauenbeauftragte. Also von daher brauchen wir diesen Antrag nicht, und deshalb werden wir ihn auch heute ablehnen. Meine Damen und Herren, wir haben im neuen Hessischen Gleichberechtigungsgesetz den Fokus darauf gelegt, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Da gibt es unstreitig Nachholbedarf. Das haben wir hier wiederholt diskutiert. Deshalb legen wir in den Grundsätzen des Gesetzes fest, dass alle Dienststellen darauf verpflichtet werden, das neue Leitprinzip, mehr Frauen in Führung zu beachten. Das wird gesetzliche Verpflichtung aus den Grundsätzen des HGLGs. Und dazu gehört unter anderem ein ganzes Bündel von Maßnahmen für eine geschlechtergerechte Personalentwicklung. Dazu kann auch das Instrument der geschlechtergerechten Personalkostenbudgetierung benutzt werden. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Dienststellenleitungen sofort auf Anhieb restlos begeistert davon sind und dass man auch eine Weile braucht, sich an neue Begriffe und an Umsetzungen zu gewöhnen. Aber da bin ich mir sicher, es wird die Lebenswirklichkeit in den Dienststellen verändern. Unser neues Gesetz ist modern und pragmatisch. Wir wollen, dass eine geschlechtergerechte Führungskultur gelebt wird, und wir liefern dazu das nötige Werkzeug. Wir wollen, dass die Gleichberechtigung in den Dienststellen umgesetzt werden kann. So ist es mit dem neuen Gleichberechtigungsgesetz auch möglich, dass Führungskräfte in Teilzeit arbeiten. Denn auch Chefs und Chefinnen haben ein Recht auf mehr Zeit für Familie. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Ende. Mit dem neuen Gesetz ist es möglich, Karriere und Familie zu verbinden. Meine Damen und Herren, ich kann Sie nur einladen, machen Sie mit, stimmen diesem Gesetz in dritter Lesung zu. Ich freue mich auf Ihre Zustimmung. Das Wort hat Frau Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Frauenbeauftragten und die Hessische Landesregierung leben offensichtlich auf verschiedenen Planeten. Diese Woche noch haben Frauenbeauftragten in einer Veranstaltung hier im Haus Frauenbeauftragte der Regierungsfraktionen versucht, deutlich zu machen, dass sie nicht zufrieden mit diesem Gesetz sind, dass sie ganz und gar nicht zufrieden damit sind. Wir haben deswegen heute die dritte Lesung. Die Beschlussempfehlung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses steht vor, keine einzige Veränderung im Gesetzentwurf vorzunehmen. Dann kann man eben nicht, Frau Erfurth, einfach sagen, wir haben im Vorfeld alles mit Ihnen besprochen und dann einen hervorragenden Entwurf gemacht. Wenn man dann in der Anhörung so eine massive Kritik bekommt und so eine fundierte Kritik und so eine detaillierte Kritik, von der man dann nichts aufnimmt, dann ist das hier wirklich unangemessen. Was sollen denn die Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten und Expertinnen und Experten davon halten, wie viel Arbeit in Stellungnahmen und Verbesserungsvorschläge gesteckt worden ist, die mit uns ein solides Gesetz gemeinsam erarbeiten wollten, die sich gefreut haben, dass endlich etwas passiert? Ich benutze absichtlich die Vergangenheitsform. Denn was nach diesem Modernisierungsprozess übrig geblieben ist, ist enttäuschend. Und es ist eben nicht so, dass man ganz viel Zeit brauchen wird, sich auf das neue Gesetz einzustellen. Es bringt einfach nicht so viel Veränderung. Und es ist skandalös, wie Schwarz-Grün mit den Einwänden und der Expertise der so motivierten und engagierten Sachverständigen umgegangen ist. 4 Jahre für einen Prozess und ein Gesetz, das die, die es betrifft, die, um die es hier geht, umfassend enttäuscht. Wir haben versucht, den Input, den wir sehr wertschätzen, den wir alle wertschätzen müssen in einer Demokratie, weil wir ihn da nämlich brauchen, das Mitmachen brauchen, zu verarbeiten und das HGLG nicht mit einem neuen Datum zu versehen, sondern mit zeitgemäßen Inhalten zu füllen. Ich darf daran erinnern, dass wir in der letzten Plenarwoche mehr als 1.000 Postkarten an die Landesregierung übergeben wurden, mit denen Frauen und Männer ihren Anspruch auf eine Frauenpolitik formuliert haben. Ich habe kein Verständnis dafür, wie man derart respektlos mit dem Einsatz und dem Partizipationswillen von Bürgerinnen und Bürgern umgehen kann.
Ich möchte die Kernforderungen hier wenigstens noch einmal zum Ausdruck bringen und den Expertinnen somit Gehör verschaffen. Ein modernes HGLG muss auch in Betrieben gelten, die privatisiert werden oder nur teilweise dem öffentlichen Dienst angehören. Gleichberechtigung muss auch für Beschäftigte mit Dienst- und Werkverträgen gewährleistet sein. Privatisierung darf kein Ende von Gleichberechtigung bedeuten. Diese Forderung wurde nicht aufgenommen. Die hälftige Vorgabe von Ausbildungsplätzen bei Ausbildungsgängen, in denen nur der Staat ausbildet, wurde nicht aufgenommen. Die Wahlgremien müssen weiterhin nicht paritätisch besetzt werden. Das Widerspruchsrecht für die Frauenbeauftragten wurde nicht aufgenommen. Die Entlastung der Frauenbeauftragten ab einer bestimmten Betriebsgröße wurde nicht aufgenommen. Die Möglichkeit, Fachreferentinnen einzustellen, wurde nicht aufgenommen. Die unabhängige Clearingstelle, die Wirksamkeit und Durchsetzung des HGLG beobachten und weiterentwickeln, vorantreiben und an die sich Frauenbeauftragte wenden können, wenn sie Unterstützung brauchen, wird es nicht geben. Sie hätten sich nicht einmal die Mühe machen müssen, so etwas selbst zu formulieren. Copy and Paste hätte genügt, und ich bin mir sicher, so etwas bekommen auch Sie von der Regierung hin. Dass es nicht so gemeint war, Frauenbeauftragte in Teilzeitbeschäftigung zu diskriminieren, sollten Sie ins Gesetz schreiben. Da steht zurzeit etwas anderes drin. Da man partout keine Vereinbarkeit zwischen Frauenbeauftragten und Personalvertretung möchte, dann hätte man es auch so von vornherein so formulieren können, dass solche Missverständnisse gar nicht erst entstehen. Und wenn alle die, die das Gesetz anwenden müssen, es anders lesen, als Sie es angeblich gemeint haben, dann kann man doch nur sagen, man muss in der Formulierung nacharbeiten. Nicht einmal dazu sind Sie bereit. Das ist ein Armutszeugnis. Man muss diese Übergangsregelung klar formulieren. Das wäre möglich gewesen. Und Sie hätten auch nicht, damit Herr Schork nicht seinen Namen verliert, unserem Entwurf zuschreiben können. Sie haben ja auch schon in anderen Fällen von uns abgeschrieben. Das hätten Sie auch hier tun dürfen, wären wir auch nicht sauer gewesen. Im Gegensatz zu Ihnen werden wir weiterhin hinhören, zuhören und versprechen, an den Themen dran zu bleiben, die Hessens Bürgerinnen und Bürger bewegen und so wichtig für diese positive Entwicklung in unserer Gesellschaft sind. Wir bleiben daran, bis die Gleichstellung von Frauen tatsächlich gesetzlich verankert und nicht nur gesetzlich verankert, sondern dann auch noch in der Realität umgesetzt sind. Denn mit gutem Willen hätte man auch mit dem alten Gesetz schon viel machen können. Nur am guten Willen mangelt es leider an vielen Stellen. Und Ihr neues Gesetz setzt wieder auf den guten Willen. Und wir werden nicht morgen andere Männer in Führungspositionen haben, die endlich erkannt haben, dass es notwendig und wichtig ist. Es gibt ein schönes altes Lied, das heißt, neue Männer braucht das Land. Vielleicht brauchen es auch manchmal neue Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. An der Stelle wäre es dann aber notwendig, dass man bestimmte Dinge auch in Gesetzestexte fasst und formuliert, damit endlich auch der notwendige Nachdruck dahinter ist. Denn alleine zu sagen, wir appellieren an die Männer und wir erwarten, reicht ja offensichtlich nicht aus. Dafür war 20 Jahre Zeit. Die 20 Jahre sind nicht wirklich genutzt worden in dem Sinne, wie es notwendig gewesen wäre, um eine Gleichstellung herzustellen. Sie haben die Chance vertan, es jetzt so aufzuschreiben, dass mehr Druck dahinter gewesen wäre. Bedauert. Ja, es war so ein verdammt langer Satz. Ich kam einfach nicht dazwischen. Seid ihr das gewohnt? Okay, alles klar. Das Wort hat Herr Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Ach, nur deswegen. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Rudolph, vielen Dank für die Ankündigung. Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet nach dem Wortbeitrag, den ich jetzt auch hier gehört habe. Ich möchte es auch noch einmal, ich habe das ja am Eingang der ersten Lesung schon gesagt, ein Gesetz wird nicht die Gleichstellung sicherstellen können oder nicht. Also sollte man auch die Frage der Überhöhung dieses einen Gesetzes bei der Debatte auch nicht zu weit treiben. Und ich verstand, und das ist, wenn ich die Redner der Linke immer höre, auch nicht, dass wir heute in einer Zeit des Geschlechterkonflikts in der Form stehen, wie hier dargestellt worden ist, Männer gegen Frauen. Das sehe ich so nicht. Es tut mir leid, dass ich da vielleicht eine andere Wahrnehmung habe. Unser Problem mit diesem Gesetz ist der Geltungsbereich. Das habe ich ja schon einmal gesagt. Ansonsten finde ich den Gesetzentwurf der
der Regierungsfraktion ist der deutlich besser abgewogene. Und er ist schon ein sehr weitreichender Gesetzentwurf. Und ich glaube schon, dass man diese Kritik dann auch ein Stück weit mit Augenmaß führen sollte. Es ist auf jeden Fall eine deutliche Stärkung der Stellung der Frauen im öffentlichen Dienst. Und darum glaube ich schon, man muss die Kritik auch immer dann ein bisschen abgewogen führen. Dann wird sie auch mehr ernst genommen, als wenn man sie sehr radikal vorträgt an der Stelle. Und von daher, wir können beiden Gesetzentwürfen nicht zustimmen. Das habe ich ja ausgeführt anhand des Geltungsbereichs, der für uns dort nicht sozusagen deutlich genug abgrenzt. Und wir werden auch den Änderungsantrag der LINKEN nicht mittragen, da wir ja auch das Gesetz an sich ablehnen. Danke. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Ravensburg für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In den letzten 15 Jahren konnten wir viel für Frauen im Landesdienst und in der öffentlichen Verwaltung erreichen. Die Rahmenbedingungen für Eltern am Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst haben sich enorm verbessert. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das wird immer selbstverständlicher. Und das zeigt sich schon alleine daran, wenn man die Zahlen anschaut, wie begehrt der öffentliche Dienst inzwischen auch für Frauen ist. Jetzt geht es uns um die Karriere der Frauen. Es geht uns darum, dass mehr Frauen in Führungs- und Leitungspositionen eine Chance bekommen, und das auch in Teilzeit und auch mit Familienlasten. Und da sind wir natürlich wieder genau an dem Punkt, wo der Streit hier im Landtag beginnt. Wie gelangen wir zu diesem Ziel? Sollen wir die Frauenbeauftragten massiv aufrüsten, damit sie dann mit ihrer gesetzlich legitimierten Macht ihre Rechte durchsetzen können? Ich glaube, das wollen viele Frauenbeauftragte gar nicht. Wir müssen aber auch wissen, dass die Akzeptanz der so ins Amt gekommenen weiblichen Führungskräfte sinkt und dass auch die Qualifikationen dieser Frauen, und unsere Frauen sind gut qualifiziert, in den Hintergrund rücken würde. Das wollen wir nicht. Oder gehen wir deshalb klügere Wege, indem wir auf die Führungskultur einwirken? Es wurde heute schon viel diskutiert. Ein Vorgesetzter, der Frauen hier bei uns fördern will, der sollte durch unser Gleichberechtigungsgesetz auch unterstützt werden, finden wir. Wir wollen eine Führungskultur, die dazu führt, dass Frauenbeauftragte allzeit überall akzeptiert werden, und sie sind eine respektierte Partnerin in der Personalpolitik mit dem Personalrat und mit den Vorgesetzten. Eine Führungskultur, in der sich Frauen in der Verwaltung darauf verlassen können, dass sich Einsatz, Können und Qualifikation auch lohnen, ohne dass unsichtbare Wände Karrierewege zur Sackgasse werden lassen. Das ist unser Ziel und unser Weg, ist dieses Hessische Gleichberechtigungsgesetz, das wir heute beschließen werden. Wir gehen hier nicht den Weg von Restriktionen, mehr Bürokratie und Blockade von Verfahren, sondern, wie Kollegin Erfurth vorhin geschildert hat, wir ändern an vielen Ecken in diesem Gesetz die Rahmen- und Arbeitsbedingungen für die Frauenbeauftragten. Wir schaffen bessere Arbeitsbedingungen für Frauen und für Männer im Landes- und im öffentlichen Dienst, und wir verbessern die Chancen der Frauen im Bewerbungsverfahren. Und das sollte der Weg sein, denn wir wollen eine frauenfreundliche Arbeitskultur schaffen. Wir beschließen heute das am 1. Januar 2016 in Kraft tretende Hessische Gleichberechtigungsgesetz, das modern, fortschrittlich, gut umsetzbar und zielorientiert ist. Und deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle für die intensive Beteiligung, auch Frau Schott für die kritisch-konstruktive Begleitung vor und im Gesetzgebungsverfahren, durch Expertinnen, durch Frauenverbände, durch Frauenbeauftragte, Behörden der Kommunalen Spitzenverbände, und ich bedanke mich auch noch ausdrücklich beim Ministerium.
Und in dieser Diskussion war es keineswegs so, dass es nur eine Meinung gab. Ganz im Gegenteil. Und deshalb war unsere Aufgabe, dort einen Weg zu finden, der allen Seiten gerecht wird, der natürlich aber nicht jeden Wunsch bedienen konnte. Wir setzen deshalb mit unserem heutigen Gesetz Maßstäbe in der Frauenförderung, und wir wünschen uns jetzt, dass alle Beteiligten dieses Gesetz in der täglichen Anwendung mit Leben erfüllen und Frauenförderung den Stellenwert bekommt, den sie benötigt und verdient. – Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Gnadl für die Fraktion der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Erfurth, auch wenn bald Weihnachten ist, dieses Geschenk können wir Ihnen leider nicht machen. Wir können Ihrem Gesetzentwurf heute nicht zustimmen. Die SPD-Fraktion setzt sich schon seit Jahren für ein fortschrittliches und echtes Gleichberechtigungsgesetz ein. Aber damit sind wir leider auch in diesem Jahr gescheitert. Einen ambitionierten Aufbruch zur wirklichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst haben Sie erneut nicht gewollt und unseren Gesetzentwurf im November abgelehnt. Aufgrund der massiven Kritik an Ihrem schwarz-grünen Gesetzentwurf seitens der Sachverständigen und seitens der Frauenbeauftragten und Frauenverbände haben wir versucht, mit einem Änderungsantrag noch einmal im Ausschuss die schlimmsten Mängel an Ihrem Gesetz zu beseitigen. Aber Sie waren nicht bereit, auch nur in einem einzigen Punkt Ihr Gesetzentwurf noch einmal zu ändern. Sie haben sich völlig beratungsresistent gezeigt. Sie haben die Ergebnisse der Anhörung komplett ignoriert. Insbesondere die Praktikerinnen hatten die Hoffnung, dass es noch Veränderungen am schwarz-grünen Gesetzentwurf geben könnte. Diese Hoffnungen haben Sie bitter enttäuscht. Mit unserem Änderungsantrag haben wir im Ausschuss versucht, diese berechtigten Anliegen der Anzuhörenden einzubringen, z.B. die Erweiterung des Geltungsbereichs auch auf die Selbstverwaltungskörperschaften, die öffentlich dominierten Unternehmen, die privatisierten oder teilprivatisierten Unternehmen und die institutionellen Leistungsempfänger. Wir haben versucht zu ändern, dass es eine generelle öffentliche Ausschreibung in den Bereichen gibt, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Das ist aus unserer Sicht unverzichtbar, um dort, wo Frauen unterrepräsentiert sind, von außen qualifizierte Frauen für diese Bereiche gewinnen zu können. Ein weiterer Punkt: Die Vorrangentscheidungen für Frauen zu verankern, sofern ein Mann nicht offensichtlich besser qualifiziert ist, so wie es der frühere Bundesverfassungsrichter Papier vorgeschlagen hat. Außerdem eine bessere Ausstattung für die Frauenbeauftragten, analog des früheren rot-grünen Gesetzes. Hier haben wir gedacht, wir kommen Ihnen entgegen und hatten geglaubt, dass dieses Minimum, dass wir Ihnen da vorschlagen, dass wir auf das uns gemeinsam einigen könnten und die Frauenbeauftragten zumindest analog des rot-grünen Gesetzentwurfs besser stellen können und besser ausstatten können. Aber auch das haben Sie abgelehnt. Wir haben eine klare Regelung für die Eingruppierung vorgeschlagen, damit Frauenbeauftragte auf Augenhöhe mit der Dienststellenleitung arbeiten können. Wir haben präzise Formulierungen für das Klagerecht eingebracht, damit Frauenbeauftragte wirkungsvolle Instrumente haben, um im Konfliktfall eben auch handlungsfähig zu sein. In Ihrem Gesetzentwurf gibt es ja noch nicht einmal für das Organklagerecht eine aufschiebende Wirkung. Aber ohne aufschiebende Wirkung, meine Damen und Herren, werden Fakten geschaffen. Also selbst diese Regelung bleibt bei Ihnen wirkungslos. Das materielle Klagerecht fehlt komplett. Mit diesen wenigen Änderungen, die wir noch einmal erneut eingebracht haben, wollten wir Ihnen eine Brücke bauen. Wir haben bewusst nicht unseren Gesetzentwurf eins zu eins als Änderungsantrag erneut
in den Hessischen Landtag eingebracht, sondern uns auf diese wenigen Änderungen konzentriert, um die schlimmsten Mängel an Ihrem Gesetz zu beseitigen. Wir haben geglaubt, dass Sie sich wenigstens in einigen wenigen Punkten noch bewegen. Aber Sie waren nicht bereit, auch nur minimale Änderungen vorzunehmen. Sie hatten sich bereits im Vorfeld auf einen Minimalkonsens geeinigt, der uns in Sachen Gleichberechtigung in Hessen keinen Schritt weiterbringt. Ihr Minimalkonsens war so fest einzementiert, dass Sie nicht bereit waren, etwas zu ändern. Grüne Frauenpolitik in Hessen sah einmal anders aus. Ich bleibe dabei. Ihnen fehlt einfach der Mut für einen ambitionierten Aufbruch zur wirklichen Gleichberechtigung in Hessen. Wir werden in Hessen hier weiter auf der Stelle treten. Wir bedauern sehr, dass es uns nicht gelungen ist, Hessen in Sachen Frauenpolitik wieder nach vorne zu bringen, wie es einmal unter rot-grünen Zeiten gewesen ist. Das bedeutet, dass die Frauenbeauftragten weiterhin mit einem Gesetz leben müssen, das ihnen die Arbeit schwer macht. Echte Gleichberechtigung wird es erst wieder nach einer neuen Landtagswahl in Hessen geben können. Das Wort hat Herr Sozialminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beraten heute in dritter Lesung den Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein hessisches Gleichberechtigungsgesetz. Dieser Gesetzentwurf, meine sehr verehrten Damen und Herren, macht aus Sicht der Landesregierung ganz entscheidende Schritte nach vorne, um den verfassungsrechtlichen Auftrag der Gleichberechtigung innerhalb der hessischen Landesverwaltung nicht nur konsequent weiterzuführen, sondern auch in vielen Bereichen wirksam weiter zu verbessern. Insofern ist das ein guter Gesetzentwurf. Dieser Gesetzentwurf bietet an dieser Stelle ein breit gefächertes Instrumentarium, das ausdrücklich auf Kooperation und Effizienz angelegt ist und nicht auf Bürokratisierung und Entmündigung der Beschäftigten, wie beispielsweise der vorgelegte SPD-Entwurf es gemacht hat. Der Gesetzentwurf, der hier vorliegt und zur Abstimmung steht, der setzt nämlich auf Klarheit und effiziente Handhabung in der Praxis. Damit setzt er sich sehr bewusst und nicht zuletzt aufgrund der intensiven Auseinandersetzungen mit dem SPD Fraktionsgesetzentwurf, der zum wiederholten Male unverändert vorgelegt worden ist, und macht genau an den richtigen Stellen ein entgegengesetztes Signal. Lieber weniger Regelungen, die aber tatsächlich auch angewendet werden können und in der Praxis ihre Wirkung entfalten, als ein verwirrendes Sammelsurium von ausufernden und überflüssigen Vorgaben und Restriktionen, die Selbstverständlichkeiten dokumentieren und anderweitige Zuständigkeiten schlicht und einfach ignorieren. Wir wollen hier kein Gleichberechtigungsgesetz, das der Bürokratie und der Bevormundung von Individuen Vorschub leistet und die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung gravierend behindert, ganz zu schweigen von den dann erforderlichen finanziellen Mehrbelastungen. Wir wollen ein einfaches, klares Gesetz, das Gleichberechtigung in unserem Land voranbringt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen sage ich an der Stelle noch einmal, weil man sich damit schon auseinandersetzen kann, es geht hier nicht um eine allumfassende Regulierungswut, die sich selbst ad absurdum führt, wie z.B. die von der SPD bei Bewerbungen und bei Urteilswesen präferierte Abfrage und Erfassung von außerdienstlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bewertung von dienstlichen Qualifikationen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Also, Sie wollen abfragen, außerdienstliche Qualifikationen und Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die dienstliche Qualifikation dann in eine Bewertungsrelation zu setzen ist. Das ist ein ganz massiver Eingriff eines Dienstes in einen zutiefst persönlichen und privaten Bereich der Lebensgestaltung jedes Einzelnen. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Sie das mit moderner Gleichstellungspolitik und Gleichberechtigungspolitik gleichsetzen.
Symptomatisch auf Ihr Beharren darauf, dass bei Selbstverwaltungskörperschaften respektive in den Unternehmen mit Landesbeteiligung so einfach die Regeln des Privat- und des Handelsrechts außer Kraft gesetzt werden, bleibt deswegen am Rande nur bemüht. Der vorgelegte Gesetzentwurf der Regierungsfraktion ist an dieser Stelle halt schon ein ganz klares gegensätzliches Signal. Im Vergleich zur bisherigen Gesetzeslage bedeutet dies zunächst die Einführung nachhaltiger Verbesserungen in denjenigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Ich verweise in dem Fall auf die Ausführungen von Frau Erfurth und Frau Ravensburg. Als Zweites wird die Position der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten gestärkt, beispielsweise mit einer Präzisierung der Freistellungsregelungen. Und drittens, moderne Gleichstellungspolitik beinhaltet Frauenförderung, aber sie ist nicht ausschließlich Frauenförderung, und sie nimmt Frauen und Männer gleichermaßen in den Blick als Menschen mit Sorgeverantwortung für Kinder oder für pflegebedürftige Angehörige. Und demgemäß eröffnen wir weiblichen und auch männlichen Beschäftigten die Möglichkeit, Verantwortung als Eltern oder für pflegebedürftige Angehörige zu übernehmen, indem sie ihr Arbeitspensum und ihre Arbeitszeit an die Bedürfnisse und ihre Bedürfnisse an die jeweiligen Lebensphasen ausrichten können. Und es gibt, um das sehr deutlich zu sagen und auf den Vorschlag und Änderungsantrag der LINKEN einzugehen, an dieser Stelle eine klare Aussage. Ich gebe ganz klar bekannt, dass Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, die zurzeit gleichzeitig beide Ämter ausüben, diese Doppelfunktion so lange ausüben können, bis die nächste Personalvertretungswahl bzw. die Bestellung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ansteht. Dann muss man sich in der Tat entscheiden. Und würde man die vorgeschlagene Regelung der LINKEN in Gesetzesform gießen, hätte sie sowieso nur für 2016 Gültigkeit, und anschließend wäre es eine leere Gesetzeshülse. Insofern kann man an dieser Stelle einem solchen Vorschlag nicht folgen. Insgesamt ist der vorgelegte Gesetzentwurf aus Sicht der Landesregierung eine zeitgemäße und zukunftsgerechte Umsetzung des grundgesetzlichen Auftrags der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und von der Landesregierung uneingeschränkt zu begrüßen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann kommen wir zur Abstimmung in dritter Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Hessisches Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung, Drucksache 19-2888 zu Drucksache 19-2637, zu Drucksache 19-2161. Wer halt? Wer vorher? Dem Antrag, danke schön, Herr Klaus, dem Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE zustimmen möchte, bitte das Handzeichen. Das ist DIE LINKE und die SPD. Wer ist dagegen? Das ist CDU, FDP und DIE GRÜNEN. Damit ist er abgelehnt. Und jetzt frage ich dann, wer jetzt dem Gesetzentwurf und dritter Lesung zustimmen kann, bitte ich um das Handzeichen. CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen? Die übrigen Fraktionen des Hauses. Damit ist der Gesetzentwurf mit Mehrheit angenommen und damit zum Gesetz erhoben.